Hallo im neuen Video. Wir segeln gerade nach Ithaka. Geradeaus vor uns. Links ist Fasi und rechts ist Kioni. Wir wissen noch nicht ganz genau, wo wir reingehen. Auf jeden Fall geht es in diesem Video auf Ithaka weiter. Viel Spaß. Grimaldi Minionen Minoan. Minoan Lions. Grimaldi Minoan Lions Highspeed. Das stimmt. Hat sich ganz schön doch macht relativ wenig Welle. Cool. Highspeed. Die geht nach Patras, ha? Die wird nach Patras gehen, glaube ich auch, ja. Ja, wir sind gleich am Ziel für heute. Hinter mir ist die Insel Ithaka. Und jetzt fahren wir in den Kolpa Saitu. So ein kleiner Golf. Und da drin ist die Fasi-Bucht. Die ist ziemlich groß und da werden wir jetzt dann vor Anker gehen. Oder wir machen römisch-katholisch fest an der Mole, mal gucken, was los ist. Ithaka ist wirklich eine schöne Insel. Ganz grün, kaum verbaut. Hat auch noch einige Ankerbuchten. Perabigadi gibt es da unten im Süden. Sarakiniko. Gehen wir mit Sicherheit auch noch hin. Du strahlst so. Einfach schön hier. Ist schön, gell? Ist eine tolle Ecke. So schön grün. Ah. Und so viele Inseln. Oh, Delfine, sagt Andi. Oh ja, da hinten sind Delfine. Zwei Stück. Wird man von hier nicht sehen mit der Kamera. Wir legen ab in Fasi und unsere Ankerwinch scheint wieder gut zu funktionieren. 50 Meter Kette müssen wir jetzt erstmal hochholen. Ist doch sehr tief gewesen, wo wir hier geankert haben. Ja, wieder erwarten hat es ganz schön Wind draußen von Osten. Ist eigentlich blöd für unseren heutigen Plan. Wir wollten nach Perabigadi, aber die Bucht ist nach Osten und Südost doch ziemlich offen. Das macht, glaube ich, keinen Sinn. Jetzt haben wir, ja, Kurs nach Norden wieder aufgenommen, Richtung Lefkas. Zumal am Donnerstag ein komisches Tief hier drüber ziehen soll. Der eine Windfinder hat bis 86 Knoten Wind drin. Brauchen wir eigentlich nicht. Das andere Windmodell sieht ganz anders aus, also hat viel weniger Wind drin. Ganz komisch. Auf jeden Fall geht es mal wieder hoch Richtung Lefkas. Und dann müssen wir Perabigadi oder Ithaka dann ein anderes Mal nochmal ansteuern. Nur ganz klein. Oh, das ist nett.
Dann schauen wir mal zum Strand rüber. Hm? Ui, wer kommt denn da gepaddelt? Die Heidi. Bucht. Rechts und links im Eck sind jeweils Campingplätze. Da kann man mit einem Wohnmobil direkt sich ans Wasser stellen. Voll cool und gut für uns. Dann können wir Wasser holen. Wir gucken ja regelmäßig in den Windy, was die nächsten Tage der Wind macht. Und da haben sie für Donnerstag, der Icon zumindest, was ganz Komisches gemeldet. Das sieht gar nicht gut aus. Und wir hoffen, dass es nicht so fett kommt, wie es meldet. Es sind jetzt allerdings Böen. Aber Violett und Lila ist nicht gut. Und es zieht auch, laut der Berechnung vom Icon, hier oben sind wir, genau über die Ionischen Inseln zwischen Kefalonia und Zakynthos durch. Und zwischendrin hat er 107 Knoten drin. Das ist Orkan. Da in diesem gelben Bereich. Das sieht echt, also sowas, 107 Knoten, das haben wir noch gar nicht gesehen. Also wir hoffen, dass es nicht so dick kommt. Auf den ECMF und der GFS, die melden es anders. Die anderen Modelle haben es tiefer. Die haben es nicht so dramatisch drin und da geht es ja weiter unten durchziehen, unterhalb von den Ionischen Inseln mehr, was für uns natürlich besser wäre. Wobei wir ja da oben sind, also schauen wir mal. Aha, wir werden berichten. Und dann müssen wir gucken, wo wir uns verholen. Wir gehen wahrscheinlich in die Niedrige Bay, gell, bei Flüchon. Ja. Oder Flüchon Bay bei Niedrig, kann man so und so sagen. Je näher dann die Modelle ans tatsächliche Datum kommen, sind die alle ziemlich gleich. Und schon eine Vorschau für Donnerstag, heute ist Dienstag. Okay. Donnerstag auf Freitagnacht ist es, glaube ich. Also es kommt auf jeden Fall irgendwas. Hm. Ja, heute Mittwoch, 9 Uhr in der Früh. Wir haben gerade von der Bucht abgelegt, hinter der Tranquil Bay. Wir wollten eigentlich heute in die Flichon Bay rein uns verholen, von dem Tief, das da kommen soll. Aber nach den neuesten Berechnungen, eine halbe Stunde alt, sollten 1,5 Tagen laut dem Icon vom Windy, ich zeige es euch mal, exakt über Lefkas drüber ziehen. Hier ist Lefkas, hier wollten wir uns eigentlich verholen. Und da wir uns verholen wollten, zeigt er momentan an 102 Knoten, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Und das wollen wir natürlich nicht mitnehmen, jetzt fahren wir mal in den Kanal rein von Lefkas. Würden wir wahrscheinlich mal durchfahren und dann gucken wir nochmal um 12 Uhr um 11 Uhr kommt der nächste Wetterbericht von ECMF. Der sieht das ganze Tief ein bisschen weiter unten, sprich Richtung Zakynthos, das wäre für uns besser. Und dann entscheiden wir, ob wir nach Korfu hochgehen, nach Prevesa rein oder wieder zurückgehen in die Flichon Bay. Wir werden berichten. Ja, von da hinten sind wir jetzt raufgekommen und dort links, wo das kleine gelbe Boot rausfährt, da hinten drin ist der Eingang zur Flichon Bay. Auf der rechten Seite ist Nidri. Vorne ist noch eine kleine Insel dran, wunderschön. Aber mit der Wettervorhersage hauen wir hier lieber mal ab. Und wenn wir durch den Kanal sind, wie gesagt, entscheiden wir neu. Ja, wir sind wieder im Kanal. Wie ihr seht, und wir sind nicht die Einzigen. Es gehen einige Richtung Norden rauf. Heute Morgen scheinen auch schon viele Boote Richtung Norden unterwegs gewesen zu sein. Das haben uns Segelkollegen erzählt, die im Kanal hier waren. Per WhatsApp haben sie uns das berichtet. Also es flüchten doch einige vor diesem komischen Wetter, was da kommen soll. Die melden da bis über 100 Knoten in Böen. Das sind dann 180, 190 km/h. Das will kein Mensch beim Ankern haben, weil da fliegen da die Sachen durch die Gegend und wenn du Pech hast, rupft es einen alles weg. Nein, das Risiko gehen wir nicht ein. Wir gehen jetzt Richtung Korfu.
Die läuten schon wieder, die Sirene klingt schon wieder. Das heißt, die werden die Brücke gleich wieder schließen. Und die haben da vorne so rumgedrimselt. Die anderen hinter uns wollen ja auch noch durch. Sind nochmal 4-5 Boote. Ja, es läuft ganz gut Richtung Norden, Richtung Korfu. Wir haben Ostwind. Scheinbar ein Wind zwischen 13 und 16 Knoten. Laufen zwischen 6 und 7 Knoten. Ganz leicht am Wind. Und so, wenn es so weiterläuft, ist super. Dann sollten wir gegen Spätnachmittag dann irgendwo bei Korfu ankommen. Dann müssen wir uns überlegen, wo wir dorthin gehen. Wir beobachten immer den Windy, aber der hat noch nicht wieder aktualisiert. Spannende Geschichte momentan. Vor uns sieht man den Pulk, der eine Stunde vor uns durch den Kanal durchgegangen ist. Und auch so, wenn man gezählt, 15, 16 Boote. Wir haben schon ein bisschen Vorsprung. Und alle ziehen sie Richtung Korfu hoch. Ja, die ersten Wolken kommen. Von dieser großen Front, die da kommen soll. Jetzt ist die Sonne gleich weg. Sind wir gar nicht gewöhnt, dass Wolken da sind. Jetzt haben wir leider ein bisschen am Windkurs. Können nicht ganz so den Kurs halten, den wir wollen. Ja, sieht schon ein bisschen komisch aus, was da kommt. Komische Stimmung so gefühlt. Ich hoffe, dass wir jetzt da, wo wir hinwollen, ans Festland, wollen wir in eine recht geschützte Bucht gehen, auf der Höhe von Korfu Süd, dass wir da gut aufgehoben sind, wenn sich dieses Wetter austobt. Das Tief, wo wir da gerade beobachten, letzten zwei Tage, entwickelt sich gerade zum Mediken und der heißt Cassilda. Aha, Cassilda, ja. Cassilda, da steht drin 180 Kilometer auf dem offenen Meer, das würde diese 100 Knoten, was wir gesehen haben, gleichgesetzt sein und 5 bis 10 Meter hohe Wellen. Wir gehen gut nördlich. Ja, da können wir drauf verzichten. Ja, noch ist das Wasser spiegelglatt. Der Wind ist jetzt komplett eingeschlafen. Und man könnte meinen, das ist die Ruhe vor dem Sturm. Und wir sind wieder bei Korfu. Und wir holen uns jetzt in eine Ormos Valtu. Eine Ormos Valtu oberhalb von Igoumenitsa. Also nicht die Ormos Valtu bei Parga, sondern die Ormos Valtu neben Igoumenitsa. Ja, jetzt geben wir Gas. Um das kleine Kap hier noch rum und hinten vor dem Berg müsste die Bucht sein. Ja, jetzt gucken wir uns doch mal die Bucht bei Tageslicht an, die wir gestern im Dunkeln noch reingefahren sind. Upsala. Schön. Hier ist nur Natur. Das hatte ich auch schon gelesen. Da hinten ist eine Lagune. Haben sich schon ein paar mehrere Boote hier verholt. Ah, es kommen gerade die nächsten, sehe ich. Auch die Ferragosto ist gestern Abend noch nach uns gekommen, ganz im Dunkeln. Im Stockdunkeln haben die da hinten noch geankert. Und hier hüpfen ganz viele Fische abends. Es plätschert dann immer um einen rum. Ja, und ich schätze, dass noch mehrere Boote sich hier in dieser sehr gut geschützten Bucht heute Morgen verholen werden. Für uns ist schon immer wichtig, dass wir das Wettergeschehen um den Tellerrand herum beobachten. Ich hatte dieses Tief, wo sich jetzt so wahrscheinlich zu diesem Medikan entwickelt, schon ja, zwei Tage so ein bisschen im Auge gehabt und guckt, wo es hinzieht. Und zu dem Zeitpunkt haben wir uns bei Itaka herumgetrieben, wollten sogar noch ein bisschen südlicher gehen, sind aber aufgrund dessen etwas nördlich gesegelt Richtung Lefkas. Da waren wir in der Bucht gelegen über Nacht. Und als wir am Mittwoch dann in der Früh, wo wir aufgestanden sind, die Prognose gelesen haben, die verschiedenen Rechenmodelle, haben wir uns ganz kurzfristig entschieden und schnell entschieden, durch den Kanal durchzugehen. Da waren wir auch nicht die einzigen und sind dann Richtung Norden gesegelt, Richtung Korfu. Und ich denke, das war die richtige Entscheidung.
Und wenn wir Glück haben, bekommen wir jetzt hier oben gar nichts ab. Also ich finde es echt wichtig, immer das Wetter auch ein bisschen zu beobachten und einzuschätzen. Wir hatten gerade Besuch. Ah, die Crew von der Ferragosto war da. Oh, jetzt steigen sie wieder auf ihr Boot. Hat geklappt, sind rübergekommen mit dem SUP. Ja, so fühlt sich der Minicane bei uns an. Eigentlich gar nichts. Und bei Kefalonia muss es ziemlich übel zugehen jetzt. Die Uhrzeit in der Früh. Das haben wir kurz vor Sonnenaufgang. Freitag. Hier ist gar nichts hier oben. Leichter Wind und ein bisschen Regen. Guten Morgen. Guten Morgen. Da haben wir eine ruhige Nacht gehabt, ja? Du hast gut verwischt, hä? Ja, es ist ein bisschen südlich durchgezogen. Ja, voll über Kefalonia drüber. Ja. Und zack, Winters. Also unten sind noch 107 gehabt. Ja. Die Böen allerdings in einem Rechenmodell. Mhm. Und ganz üblich der Hafen unten, wie heißt der? Auf Agostoli. Agostoli. Hauptstadt von Kefalonia. Ja, da ist auch übel. Das ist auch ein Bekannter von unserem Freund, vom Siegfried. Oje, wir werden erfahren, was da abgegangen ist. Ja, es hat doch mal runtergekühlt durch das Tief, was gerade durchzieht. Und es regnet auch, heute wohl den ganzen Tag ein bisschen. Und seit ewigen Zeiten machen wir wieder drin Frühstücke. Heute machen wir einen ganzen gemütlichen. Ja, haben auch lang geschlafen. Ach, schau mal, meine Güte. Die ersten Bilder vom Sturm Kefalonia. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich glaube Agostoli. Also ich mache es vorhin nochmal. Schau mal, die ganzen Boote. Das ist Kefalonia, entweder Euphemia. Vielleicht? Euphemia könnte sein oder Agostoli. Oh. Ach Gott. Gott, schau mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gesunkene Boote. Schauen bloß noch die Masten aus. Ah, das ist übel. Das ist ganz schlecht. Ja gut, dass wir raus sind. Ja. Ja, wir legen jetzt dann ab. Machen das Schiff klar. Hoffentlich spritzt nicht so schön sauberes Boot. Ja, ist das Boot so schön sauber vom Regen. Haben wir gestern auch noch geputzt. Hoffentlich kriegen wir jetzt nicht gleich wieder eine Ladung Salzwasser drüber. Ja, unten ist soweit alles verräumt. Muss nur mal gucken, dass nichts rumliegt. Weil draußen hat es, glaube ich, schon noch ein bisschen Wind. Hier drin ja auch in der Bucht. Aber wir müssen irgendwann wieder Richtung Süden runter. Zumal wir ja dann auch einen Termin mal haben, die nächste Zeit für unseren neuen Geräteträger. Und den bekommen wir auf Lefkas. Also Andi hat recht gehabt, es hat auch hier draußen Wind, bis 20 Knoten. Wir haben so wie, was haben wir scheinbar einen Wind? Um die 90 Grad. Sag ich doch, 20 Knoten. Gerefft. Beide Segel. Ja, wir haben den Medicane hier deutlich gut überstanden. Wir hoffen, alle anderen weit unten im Süden auch. Wir haben schon ein paar böse Bilder gesehen. Ja, nicht schön. Wir legen ab. Wir wissen nicht ganz genau, wo wir heute hinsegeln. Richtung Süden auf jeden Fall. Und müssen ein bisschen windabhängig machen. Für heute Nacht haben wir, glaube ich, eine Bucht. Und für morgen müssen wir schauen, was der Wind macht. Weil außerhalb den Inseln muss man mal nach Ankerplätzen schauen. Von der Windrichtung her gesehen, müssen wir gucken. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like und freuen uns sehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann!